Moin Mädels. Hey, ich stinke nicht und beiße nicht. Also du darfst auch in der Mitte sitzen. Okay, perfekt. Perfekt. Schon, oder? Ja, man hört euch schon. Ich habe keine Hose an, ich muss näher ran. Ich habe nur meine Beachhose an. Ihr könnt euch ja vielleicht einmal kurz vorstellen. Fang du an. Ja, also ich bin die Alina. Nee, warte, stopp, jetzt hört man dich gerade nicht mehr. Läuft gerade irgendwie nicht, dann darfst du doch anfangen. Dann fange ich an, okay. Alles klar. Ja, also ich bin die Christina Krecken, auch genannt Chrissy. Spiele jetzt bei der HSG Mitte in der A-Jugend. Ja, bin 16 Jahre alt und spiele bei der U17. Und wie zum Beachjumper gekommen? Ich wohne in Ismaning, kennt man vielleicht vom einen oder anderen Turnier auch. Und da wächst man halt von klein auf mit dem Beachjumper auf. Ja. Ja. Das passt. Jetzt hört man dich vielleicht wieder? Nee, immer noch nicht. Ja, Mann, ey, wenn ich diese Listen hier mal einmal... Nee, mach das Ding nochmal ab und leg's einfach rum auf den Tisch. So, jetzt startet das Spiel auch direkt schon. Minga Turtles gegen die Beach Chiller. Aber ich hab da immer die Kommentare, die geschrieben werden. Okay. Wenn ihr was gefragt werdet, könnt ihr da auch immer drauf eingehen. und sonst halt könnt ihr auch jederzeit immer was zum Spiel sagen, mit kommentieren. Okay. Und dann machen wir nachher noch die MVP-Wahl. Alles klar. Okay. Und ich suche immer noch die Liste von den Minga Turtles. Ich weiß nicht, wo sie geblieben ist oder ob sie irgendwo mit hingepackt wurde. Weil ich nämlich nicht alle Namen kenne und dadurch dann gerne mal in der Liste nachschaue. Ja, wäre für einen Vorteil. Mädels, wie habt ihr denn gerade das Spiel bei euch gesehen? Enttäuschung sehr groß? Ja, alles klar, ist die Enttäuschung da. Aber man muss auch dazu sagen, dass die Kalbis eine sehr erfahrene Mannschaft sind und wir da schätzungsweise noch ranwachsen müssen. Ja, gut, ihr habt ja noch die, sagen wir, wir haben vorhin dann auch einmal im Chat drüber gesprochen, Biene spielt schon seit 20 Jahren Beachhandball. Ja, da kommen wir nicht ganz ran. Ne? Wo ihr dann halt fast. Ne, ja. Teilweise noch gar nicht geplant wart, so ungefähr. Und da ist schon halt einiges an Erfahrung dann auch mit dabei. Ja, auf jeden Fall. Aber wenn die Enttäuschung nicht ganz so groß ist, ich sag mal, ihr habt euch ja in der Gruppenphase mehr als gut geschlagen. Ja. Aber, ja. Ne? Sag mal, dann als U17, wenn man dann den Älteren mal zeigt, wo es lang geht, ist ja auch nicht das Schlechteste. Nee, hat auf jeden Fall was. Aber ich habe nur gehört, dass die Alina sie noch vorstellen muss, ne? Ja, hört man mich damit? Ja, jetzt auch nicht. Ah, okay. Habt ihr da unten noch eine Liste von der Mannschaft? Okay, also, ich bin die Alina Gaugenrieder. Von den Turtles? Hören die mich gar nicht. So. Doch, wir hören dich. Okay. Ich bin 17, ich spiele in TSV und Stetten Handball in der Halle und ja, im Verein bei den Brüdern aus Ismaning und ja, ich bin auch in der 17. So, wann geht's für euch zur EM? Am 7. fliegen wir, glaube ich. Ja, und am 4.7. Machen wir noch einen kleinen Lehrgang. In Köln. Okay. In Köln. Genau. Und dann geht's auch schon los. Nochmal so die letzten Feinheiten einstudieren. Ja, definitiv. Ja, top. So. Manchmal in den Chat gucken, ob irgendwas beim Bier trinken, bla bla. Nope. Ja, muss man sich immer so drehen beim Rufen. Nein, nicht immer. Aber es zählt halt doppelt. Dazu dann einfach mal die Spielregeln durchlesen, die auch öfter gepostet werden. Ja. Nebenbei mal bitte ihr spielt nicht mit meinen Niesen. Also sie war auf jeden Fall mal bei uns dabei. Auf ein paar Lehrgängen haben wir mit ihr zusammengespielt. Aber ja, jetzt zur Zeit nicht mehr. Aber sie ist ja trotzdem dabei bei den Bonbons. Ja, genau. Also wir haben sie auch vorhin schon gesehen. Oder gestern, die letzten Tage auf jeden Fall. Da lässt man sich auch ein oder andere mal grüßen. Ne? Ja. Man trifft ja auch immer die meisten Leute dann auf dem Platz wieder. So, ja. Man sieht es ja so, sag mal, über den Winter eher weniger. Ja, eigentlich nicht. Kommt man ja doch immer wieder ins Gespräch. Viele kennt man auch aus dem Stützpunkttraining auch. Ja. Also man kennt sich größtenteils eigentlich schon. Ja, aktuell 10-6 für die Minga Turtles. Ist noch gar nicht so viel aufs Spiel geachtet. Habt ihr einen Favoriten in diesem Spiel? Oder wo ihr sagt, die machen's? Ich glaube,
die Minga Turtles. Ja, okay. Glaube ich auch, würde ich jetzt mal draufsetzen. Also eigentlich fast alles, oder sogar fast, ja, fast alles Nationalspielerinnen. Ziemlich erfahren auch alle. Schwerer glaub, Gegner auf jeden Fall. Ich glaube, mit den Beachspielern ist aber definitiv ein guter Gegner, ja. Ja, ja, wird spannend, glaube ich. Ja, ich habe ja im Vorfeld dann auch immer hier die ein oder andere Wetten, die dann schon quasi abgeschlossen wurden und Favoriten. Hattet ihr im Vorfeld, wo ihr gesagt hättet, da würden wir am liebsten gar nicht drauf treffen? Vielleicht eher die Brüder, weil es halt ja, auch unsere Mannschaft ja. ist und deswegen. Okay. Aber an sich sind alle ja, gegen gut, das wäre aber dann, sehr stark. Dann auch so ein Duell gewesen, wo man sagt, jetzt erst recht. Jetzt erst recht, genau. Ja. Ja. Ey, was, wer ist dein Favorit? Was glaubst du, wer gewinnt? Ja, das ist super schwer. Also sag mal, die ersten Spiele, das war bei allen irgendwo so, wo es noch nicht so hundertprozentig gepasst hat. Mhm. Ja. Und man konnte sich da nicht wirklich, aber ich konnte mich da zumindest nicht festlegen. Mhm. Andere, die haben dann gesagt, ja, schon. Aber ich sag mal, die Brüder, die spielen schon einen soliden Streifen. Ja, definitiv. Ja, auf jeden Fall. Jetzt gerade die Kaipis haben im Gegensatz ja, zu den vorherigen Spielen schon eine gute Steigerung hingelegt. Aber da ist alles machbar. Ja. Was erhofft ihr euch bei der EM? So generell? Klar, siegen ist immer schön, aber ja, wie würdet ihr euch so generell dann im Gegensatz zu den anderen Mannschaften so irgendwo hinstufen? Also in der Gruppenphase treffen wir auf Niederlande. Okay. Es hat sich ja irgendwie auch nochmal geändert. Es hat sich nochmal geändert. Von daher wissen wir es nicht ganz genau, auf wen wir treffen werden. Ich weiß noch, Niederlande ist auf jeden Fall dabei, glaube ich. Ja, die ist ja nicht schlecht. Die sind schon auf jeden Fall relativ stark. Also ich glaube, wir brauchen schon das Glück mit den richtigen Gegnern. Aber jetzt hier Spielpraxis zusammen ist, glaube ich, für uns schon ziemlich gut. Und ich glaube eigentlich schon, dass wir ein gefährlicher Gegner sein werden für alle Teams. Ja, ja. Vorhin eure Teuterin, die haben auch bärenstark gehalten. Also mal, ja. Rubina ja. hat auch gut gehalten. Wir hatten aber auch auf der MVP hatten wir auch eure Eins. Die Marlene, ja. Genau, die Marlene. Ja, bärenstark gehalten. Ja. Das war echt eine überragende Leistung. Das denkt man auch eigentlich gar nicht, wenn man so, das ist ja nicht die ja, Größte. Kleine. Ja, ja, genau. Das sagte Tim ja. hier vorhin auch. Ja, denkt man ja gar nicht, ist nicht die Größte, aber die hat da so viele rausgeholt. Ja, auch jetzt, ne? Echt, der Hammer. Echt stark. Auf jeden Fall. Schon eine gute Parade mit dabei. Ja, auf jeden Fall. Da hat auch einer geschrieben, welche Liga spielt ihr denn? Seid ihr A-Jugend? Also, dass ihr Jugend-Bundesliga spielen könnt oder noch B-Jugend? Ja, also wir, ihr spielt ja auch noch die Jugend-Bundesliga aus. Also, wer ja, genau. jetzt von den bayerischen Mannschaften mit dazukommt. Aber B-Jugend dürfen wir nicht mehr spielen. Da sind wir jetzt zu alt. Ja, zu alt habt dafür. Ihr quasi eine Quali-Runde. Ja, genau. Okay. Jetzt am 3. und 4. haben wir zwei Spiele gegen Erlangen und Ebersberg. Und da entscheidet sich dann, wer in die Jugend-Bundesliga rückt. Also quasi durchgetaktet mit EM und Quali. Ja, genau. Direkt nach dem Spiel geht's für mich in Zug und ab nach Köln. Genau. Sonst wäre es ja auch langweilig, oder? Ja, sonst wäre es langweilig. Dann bin ich sehr froh, dass jetzt im Sommer überhaupt wieder ein bisschen Beachhampeln mit dabei ist. Auf jeden Fall, ja. Sehr schön. Und dass nächstes Jahr wieder mehrere Turniere stattfinden werden. Mhm. Ja, zum Glück. Ja, aktuell die Minga Turtles mit 2 Punkten in Führung. Falls ihr MVPs habt, schreibt sie gerne in den Chat. Vorschläge sind immer gerne gesehen. Wir schreiben uns natürlich auch ein paar Namen auf. Welche Nummern? Welche Nummer? Ich hatte die Nummer 5. Und ich hatte die Nummer 9. Ja. Ich weiß nicht. Na gut. Hier wurde die Nummer 4 von den Beachhiller als MVP vorgeschlagen. Ja. Ich habe ja meine schönen Listen immer, das ist immer so herrlich. Da bin ich immer zwischendurch so ein bisschen abwesend und achte nicht auf den Chat. Emily Winkler. Winkler Emily, ja. Verdient man in der Jugendbundesliga schon ein bisschen Geld, hat auch einer gefragt. Nicht wirklich. Nee. Verdient man leider nichts. Ich glaube, ab der 2. Liga geht es dann erst so richtig los. Oder 1. Ja. Also mit mehr Geld. Ich glaube, die 3. verdient auch schon ein bisschen was, aber nur also ja, aber ganz, kommt ganz wenig. Kommt Verein drauf an. Ja. Ja, manche Vereine, die haben ja dann auch das nötige Kleingeld in der Kasse, dass die nochmal sagen. Ja. Das ist ein bisschen was für die Fahrerei und so.
Aber durch Corona ist es, glaube ich, für alle auch ein bisschen schwieriger dann geworden. Also für die Vereine auf jeden Fall. Ja, hat ja nur. Wir hatten zwei Spiele und dann wurde die Saison wieder abgebrochen. War halt, man hat sich gefreut, yes, geht wieder los und dann direkt wieder nicht. Klatsch und dann so eine schöne. War alles vorbei. So eine schöne Hand ins Gesicht, so ungefähr. Ja. Das war echt kacke. Wo spielst du? In Harigsbeck, das ist näher Münster. Ach so, aber okay. Aktuell gar nicht, weil ich mein Kreuzband gerissen habe. Oh. Ja, dann schon mal gute Besserung. Ja, es wird. Ja, dann. Schwierig. Nächstes Jahr bist du dann wieder dabei, oder? Ich hoffe. Mal gucken. Da hat auch einer geschrieben, warum spielt die zwei mit halber Strumpfhose? Ich glaube, das ist die Toni Reinemann oder genau. Emma, ihre Schwester. Das ist ihr Thrombosestrumpf. Den muss sie halt die ganze Zeit tragen. Ja, die Torhüterin machen heute, zumindest in den Viertelfinalspielen, ist immer echt eine dringend überragende Leistung. Ja. Das Tor ist irgendwie, ohne Scheiß, da waren so viele Pfosten- und Lattentreffer bisher. Nein, Harigsbeck hat keine Beachhandball-Mannschaft. Ich spiele bei den 12 Monkeys sonst im Sand. Gut. Hättet ihr noch Vorschläge für MVPs, dann könnt ihr die auch gerne mit aufschreiben. Aber noch nicht. Ich warte mal noch ab, Ihr wartet noch ab, ja. Ich glaube, also in diesem Spiel sind alle bisher sehr überragend eigentlich. Ja, wenig technische Fehler. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das waren, ja. Waren das haben wir ein bisschen verschrien. Das ist mir jetzt, glaube ich, die letzten drei Male, als ich das gesagt habe, auch bei euch vorhin, ja, kaum technische Fehler. Und genau, wo ich es ausgesprochen habe, ungefähr kam. Das ist aber immer so. Ja. Ja, 2014. Jetzt bin ich mal gespannt, was erzählt wird. Mhm. Aber dann habt ihr auch schon mal mit eurer Aussage vorhin, dass die Turtles schon eher gewinnen könnten. Ganz lieb bin ich. Das schnelle Spiel. Immer. Die will schon mal das machen. Ich will auch, dass wir mit Rimmern jetzt erstmal weitermachen. Ja. Also aus dem Umgang. Aber halt erst die schnellen. Ja. Aber erst, wenn der schnelle Pass ja nicht geht. Ja, wenn der auch die Chancen vorne rein. Ja, wir müssen nur die Dinger vorne reinmachen. Die sind nicht so schnell. Die erste Chance ist gut, aber wenn wir die reinmachen, ist gut. Wenn nicht, dann haben wir nichts gewonnen in der Abwehr. Ich glaube, wir können auch noch schneller uns vorne bewegen. Ja. Keine halbhohen Bälle. Die holt sie. Entweder unten oder oben. Das ist alles drin. Wir haben auch keine Absprache im Block. Also da geht auch kurz. Auch mal dann im Angriff nachspielen. Ja, ja. Wenn ihr merkt, der zweite Dritte schnelle geht nicht rein, nehmt es einfach. Aber ich würde auf jeden Fall erst mal schalten. Wir versuchen es. Am Anfang macht es weiter. Das ist gut. Ich als du als Einziger als zwei. Also jetzt quasi Pass 1 und wenn der nicht geht, einfach. Auf geht's, ah. Komm, ja. Und sag es weiter. Menga! Nicht aufhören. So, und weiter geht's mit der. Jetzt bin ich aber wieder so klein. Ha? Krach, Boom, Apple, ja, alles fit. So, kommen wir zur zweiten Hälfte. Ersten Satz haben sich die Minga Turtles 2014 geholt. Was sagt denn der Chat? Wer gewinnt den zweiten Satz? 1 für die Beach Chiller, 2 für die Turtles. Ja, mal schauen, was die Beach Chiller jetzt noch ausdenken, damit sie das Ganze noch umdrehen. Komm mal. Hochball ist auch leichter Größenunterschied. Im Chat sagen viele, dass die Turtles den zweiten Satz auch holen. Aber es sind auch immer noch einige Fans von den Chillern dabei. Ja? Mal schauen, was kommt. Also sag mal, das war ja wirklich dann von den Torhütern eine gute Leistung. Wie es bei euch ja auch war, da waren ja technische Fehler, konnte man ja nicht sprechen irgendwo, großartig. Ich sag's nicht so oft. dass da wirklich die Torhüterin den Unterschied gemacht haben vorhin. Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Die entscheidenden Bälle waren dann leider nicht drin. Ups. Ist denn dann auch so bei euch dann
so quasi Routine drin oder habt ihr dann nochmal so einen nervösen Punkt, wo ihr sagt, boah, fuck, Alter, jetzt steht da eine Biene im Tor, ist schon hardcore da jetzt zu werfen? Ja, schon. Also manchmal, da glaube ich, ist man einfach noch, gehört es dazu, nervös zu sein. Und ist es, glaube ich, auch ganz gut, wenn man ein bisschen nervös ist. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, haben wir auch für unser Alter schon relativ Selbstbewusstsein. Ja, definitiv. Also wir wissen, als Mannschaft sind wir relativ stark. Wir haben auch überragende Spiele, finde ich, in der Gruppenphase gemacht. Das gibt natürlich auch noch mehr Selbstvertrauen und dann... Ich glaube, dass auch viele euch einfach dann unterschätzt haben auch. Ja, so, ich glaube, wir selber uns auch teilweise. Ja, ihr habt ja auch souverän gespielt, wo viele dann wirklich gesagt haben, eventuell, boah, wir sind ambitionierte Teams, wir spielen schon so lange zusammen und jetzt kommt da, sag mal, die kleinen Mädels, sag ich mal, ne? Vom Alter her, ich glaube, die meisten bei euch sind sogar größer als ich. Ich vielleicht das, nicht ganz. Aber ich dass, vielleicht dann, schon. Dass dann so diese so ein bisschen Überheblichkeit auch von den anderen Teams da war. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber ihr habt ja dann gezeigt, was ihr drauf habt. Passte. Aber man muss ja auch dazu sagen, dass die Kaipis ja auch international sehr erfahren sind. Ja, schon sehr viele Spiele gemacht. Ja, auf vielen Turnieren auch unterwegs. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Für die geht's auch in 2 Wochen nach Budapest. Okay. Wieder EBT-Punkte sammeln für nächstes Jahr schon. Ja. Ja. Kommen dann noch andere deutsche Mannschaften oder nur die Kalpis? Jetzt nach Budapest? Mhm. Nach Budapest glaube ich aktuell nur die Kalpis, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe. Oh, schade. Ich sag noch einer MVP 6 von den Mingas. Ja. Wer ist denn die? Die letzte. Lotterbuch. Ist das die Shooterin? Ja, genau. Jetzt vorbeiläuft. Jetzt muss ich mal gucken, wen ich jetzt später auswähle. So, wir schreiben ja hier alles auf, was wir so hören. Und dann können wir nachher mal nochmal einen Strich durchmachen. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, was wird denn jetzt gepfiffen? Ich glaube, dass sie ihm aus war. Ja. Ja. Sagt ihr, hattet ihr gestern so das generell das Wetter lieber? So ein bisschen bewölkt, trotzdem warm? Oder heute ja, coole Sonne? Schon. Ja, es ist mir schon lieber, wenn es ein bisschen bewölkt ist. So Sonnenbrandfaktor. Ja, so, wenn es so heiß ist, auch mit den... sieht man ein bisschen schlechter, wenn die Sonne voll runter scheint und es ist halt schon extrem warm. Mhm. Aber wir spielen in Bikinis, das geht dann noch, aber... Der eine Vorteil davon. Ja. Jetzt gerade wieder eine... Da wieder die Nummer 18 der Turtles für MVP. 18 auch, das ist die Melmon, oder? Ja, die steht schon auf dem Zettel. Steht schon auf dem Zettel. Oh. Die erste Strafe auch noch. Bumm-Erpel, ja. Aber... Guck mal. Generell finde ich wenige Strafen in dem Turnierverlauf bisher. Also ja, wir hatten nicht viele. Ich glaube, andere Teams auch nicht so viele Strafen. Ich glaube, das liegt jetzt auch daran, dass halt jetzt sehr lange nicht gespielt wurde und dass man sich ein bisschen rantasten muss erstmal. Das ist ja sowieso auch, ich sag mal, der Unterschied Halle zum Sand. Die Verletzungsgefahr ist ja schon sehr gering. Ja. Ja. Nein, man darf keine Sonnenbrille aufhaben als Spieler. Man darf allerdings Cappies tragen, wenn die gleiche Farbe, wenn mehrere aus der Mannschaft eine Cappy tragen, müssen die gleiche Farbe haben und auch nur verkehrt rum. Die Mädels haben alle Top-Frisuren, ist da extra ein Friseur vor Ort? Nee, also wir haben ein paar in der Mannschaft, die können ziemlich gut flechten. Ja. Die müssen dann auch die ganze Mannschaft mal durchflechten. Also konzentriert vorne. Aber Friseur ist keine Frage eigentlich. Ja, ihr macht das in der Abwehr und im Angriff sehr gut. Aber wir wieder beide aus dem Ungarn, oder? Ja, ich bin beide aus dem Ungarn. Ja, und dann erst den ersten, weil die kann ich nicht. Und dann, wenn nicht, dann direkt den rumkommen. Leute, so machen wir es. Auf geht's, kommt. Dann können wir auch mal nachholen spielen. Den Druck hochhalten. Minga! Auf, komm! Ja, man gerade mal wieder gehört. Ein paar Anweisungen dann auch mit dabei, was sie so vorhaben. So Nachläufer zum Beispiel habe ich im ganzen Turnier, dass der Shooter dann ein Spieler die Pirouette ansetzt und der Shooter nachkommt. Ja, um dann das einfache Tor zu machen,
im ganzen Turnier habe ich wenig gesehen. Mhm. Ja. Ist bei euch auch ein Spielzug, den ihr mit drin habt? Oder ja, der bei euch gar nicht so mit auf der Liste steht? Doch schon. Also wir haben es auch vorgehabt zu machen, aber irgendwie haben wir es auch nicht ganz umgesetzt. Aber ist auf jeden Fall ein guter und ein ganz einfacher Spielzug auch. Und eigentlich auch eine gute Option, wenn der Block sehr gut steht. Und Frohwin generell zufrieden? Mit uns oder Bier mit ja, ihm? Generell. Ja, gut, kann man beide Richtungen sehen, ihr mit ihm? Ja, ja, auf jeden Fall. Ihr hört vielleicht zu, sehr. Also, ne? Er mit euch? Also, wir mit ihm auf jeden Fall. Also, ja, relativ. Ja, ich bin Fan davon, wenn Trainer eher so eine ruhigere Art hat und sachlich und nicht dann irgendwie in der Auszeit total viel schreit oder so. Also, auch mit Fernanda wirklich haben wir echt. Kann man, also mit arbeiten, auch ja, von eurer ja, Seite definitiv. Aus. Auf jeden Fall. Ja. Und ich denke, ja, gut. Wir haben ihn jetzt nicht hier, können nicht fragen, aber er wird ja wahrscheinlich auch mit euch zufrieden sein. Trotz ja. ne, des Verlustes vorhin im letzten Spiel, aber ihr habt euch ja mehr als gut geschlagen. Ja, ja. Aber ich glaube, da wird er auch noch das ein oder andere Wort noch zu uns richten, was er davon hält jetzt. Vielleicht müsst ihr morgen früh nicht um 7 Uhr Richtung Rhein laufen. Vielleicht nur um 8 oder so. So. Ja, wann war es heute? Auch um. Ja, warum kurz nach 7? Da habt ihr mal den ersten Kaffee getrunken, da seid ihr brav losgelaufen. Schon losgelaufen. Aber eure Gesichter haben alles gesagt. Ja, aber Begeisterung pur. Ja, ich glaube, wir sind alle ein paar Morgenmuffen ja. schon in der Mannschaft. Da wurden sogar noch die Verkehrsregeln eingehalten, um 7 Uhr kein Auto auf der Straße, aber die rote Ampel wurde trotzdem beachtet. Ja, wir haben schon gesagt, wir machen ja alle unseren Führerschein, wollen wir nicht verlieren. Ja, das finde ich gut. Vorher wird auch noch die Paula Reibs, die Nummer 9 ist es, glaube ich, auch beschrieben als MVP. Definitiv. Definitiv. Definitiv, ja. Definitiv. Das ist auch ein schönes Wort. Also. Ja, definitiv, ne? Wir können auch gleich sonst 5 draufpacken, das ist wurscht. Es sei denn, ihr habt noch jemanden, den ihr mit draufschreiben wollt, dann könnt ihr dies auch gerne. Da auch ein sehr tun. Schöner Block von der Kretschmer. Ja. Ja, das hat sie echt drauf. Also vorhin in den anderen Spielen auch schon unter Beweis gestellt, viele geblockt. Ja. Da war sie auch MVP des Spiels. Sehr gutes Timing auch, ja. Zwei, drei Mal hatte sie Pech, nur an den Fingern vorbei und einmal ja, geblockt. Ja, das ist sehr und ärgerlich ging immer. Ins, ging ins, dann noch ins Tor. So, wer entscheidet, wer Specialist ist? Ja, sag mal, da gibt es unterschiedliche. Entweder man hat dafür so ein bisschen Talent. Schade. Oder passende Wurfqualitäten. Oder ist auch flott auf die Beine für einen Wackler. 1 gegen 1. Es hat mehrere Auswahlmöglichkeiten. Gibt es jetzt nicht einen, der da steht und sagt, du bist Shooter, du nicht, du ja. Also. Ja, zweite Halbzeit wird dann doch ganz schön deutlich. Ja, ja auf jeden Fall. Definitiv. Definitiv. Hätte ich echt nicht mit gerechnet. Ja, die Turtles spielen ihre Klasse da einfach. Schauen jetzt in Halbzeit 2 nochmal stark aus. Da wird schon die entstreifen echt. Ein Doppelcamper-Versuch. Auch ärgerlich. Tourette bringt doppelte Punktzahl. Auch immer in den Regeln nachzulesen, falls Fragen dazu bestehen. Wie ein Camper auch. Camper ist genau. auch. Aber da merkt man auch, dass die Turtles sehr eingespielt trotzdem sind, auch wenn sie nicht regelmäßig trainieren, weil die ja auch sehr oft in der Nationalmannschaft zusammen sind. Die spielen ja auch dann schon teilweise länger zusammen, über die paar Jahre, das macht natürlich auch einiges aus. Ja, das haben wir dann definitiv. Hast du natürlich irgendwo den Ablauf von den Leuten. Ja, ja. Ein Camper ist, wenn man den Ball in der Luft annimmt und dann einen Turn hat. Also ich wollte die Liste haben. Wollt ihr noch jemanden streichen? Mm. Oder noch jemanden dazu packen? Nö, ich glaube, es ist ganz gut. Passt so. So, bitteschön. Bitte? Boah, der war schön. Jetzt hat der Doppelcamp auch nochmal geklappt. Verdammt, ich will die Wiederholung sehen, ich habe nicht aufgepasst. Ich habe auch nicht aufgepasst. Ich bin von der Regie abgelenkt und sieht den Doppelcamper nicht, ey.
abpassen und eine halbe Drehung mit rechts machen. Dann noch mit rechts reingehauen, stark. Ja, gleich kommt wieder die Wahl für die MVP. Schönes Tor. Ja, wir haben 5 Kandidaten, genau. Und dann, ich wollte es dir gerade schon sagen, du hast dein Mikro noch an. Hier wurde gerade die Frage gestellt, wer spielt danach? Danach ist, glaube ich, habt ihr da unten eine aktuelle Liste vom Spielen? Ist das erste Herrenspiel? Weiß aber nicht gerade wer. Ja, oder? Das ist Frauengruppe. Hier wollte ich auch die Männergruppe. Sorry, kann ich gerade aktuell nicht sagen. Ja, wir einfach zu viel Kram. Hat sich da irgendwer aufgewärmt? Ich hab's gar nicht hingeschaut. Weiß ich jetzt auch nicht genau. Auf jeden Fall Männer danach. Ja, genau. Ja, das ist das letzte Vorrundenspiel der. Nein, das letzte Vorrundenspiel, das letzte Viertelfinalspiel der Frauen. Mhm. Danach kommt das erste Viertelfinalspiel der Männer. So. Die Minga Turtles gewinnen klar. Ja. In der zweiten Satz deutlich, ja. Jetzt haben wir im ersten Satz hatten die Beachchiller ein bisschen Pech. Ja. Aber im zweiten Satz weiß ich, ob dann die Kräfte nachgelassen haben, wie auch immer. Aber da war auch das Zusammenspiel sehr, sehr gut zwischen Block und Torhüter. Verdient gewonnen auf jeden Fall, würde ich sagen. Kann man sagen. Ja, jetzt kommt noch. Ist schon die MVP-Auslosung? Ist die schon? Noch nicht. Kommt. Okay. Muss die ein bisschen hinhalten. Du musst jetzt ein bisschen für die tanzen, dass die noch ein bisschen da stehen bleiben und dann. Ja, warum? Kannst deinen Namen nicht tanzen? Unseren Support hast du aber. Ah, die müssen noch Bilder machen. Von daher. Ja, guck mal, die machen noch ein Foto ganz, und alles. Ganz wichtig. Also ihr habt gleich 10 Sekunden Zeit, wenn die Wahl reinkommt, um den jetzt MVP zu wählen. Ich zähle mir jetzt mal ganz elegant langsam runter. Wie, noch keine Stimme, was ist da los? Ah, jetzt geht's los. Dann zählen wir mal runter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Schluss. Perfekt, genau 50%. Super. Ja. Klar, würde ich sagen. 50 erfolgreiche Prozent. Habt ihr schon passende Fragen, die ihr raushauen möchtet? Schwierig. Anfängerfehler bei uns. Ja. Keine Frage. Da hat uns überlegt. Keiner vorgewarnt. Ja, kann man immer mal. Warte. Hallo. Hi. Sag mal wegen der Kamera angucken oder. Dazu passend auf. Der passende Hut. Also unser Merch, wer den kaufen will. Hier Minga Turtles im Halbfinale. Ja, die Farben finde ich top, auf jeden Fall. Sehr gut. Stylisch. Ah ja. Aber erstmal Glückwunsch. Vielen Dank. Zum MVP. Und auch zum Spielsieg. Danke. War es im Vorfeld so erwartet? Nee, auf gar keinen Fall. Also klar, man sagt dann, okay, Gruppenerster gegen Gruppenvierter. Wir haben jetzt in den letzten Spielen gesehen, im Beachhandball, ihr wisst auch, das geht so schnell. Und da muss man in jedes Spiel reingehen und Vollgas geben. Und wir wollten es heute unbedingt. Und das war am Ende ausschlaggebend. Hat man auch gemerkt, würde ich sagen, dass ihr es unbedingt wolltet. War schon echt ein überragendes Spiel. Stark, so Voraussagen für die nächsten Spiele. Du, jetzt sind alles Endspiele. Also jetzt geht's erst richtig. Nur noch Vollgas und gib ihm. Ja, also wir sind jetzt im Halbfinale. Das war die letzten Jahre nicht immer so. Wir sind oft unglücklich rausgeflogen. Und jetzt schnuppern wir am Sieg und wollen jetzt unbedingt alles geben. Aber wie es immer so ist, wer weiß, was morgen kommt. Ja, neuer Tag, neues Spiel. Habt ihr noch eine Frage? Steht's denn auch schon fest, gegen wen das Halbfinale ist? Nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, aber ich glaube, wir spielen gegen die Unicorns morgen. Okay. Unicorns? Ja, glaube ich, das kommt hin. Oder gegen Unicorns oder Kaipis müsste es dann sein.
Ja, ich weiß gerade aktuell, ich habe auch keinen aktuellen Plan. Lasst euch überraschen, wir haben alles morgen geile Spiele. Also, nochmal Glückwunsch und dann toi 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 für morgen. Viel Erfolg. Viel Erfolg. Danke. Ciao, ciao. Tschüss. Ja, die Fischerhut hat schon was, ne? Ja, die Farben sind ja top. Also, ja. Ist, Regenbogen wir haben ist auch immer schon einen bestellt für die... Ja, guck mal, da kommt schon... guck nicht so böse. So, vielen Dank euch fürs Kommentieren. Ja, gerne, gerne. Ihr seid quasi entlassen. Aber habt ihr echt top gemacht. Hat Spaß gemacht. Okay, dann. Dankeschön. Weiterhin viel Erfolg, ne? Danke. Ciao. Bis dahin. Ciao, ciao. So. Jetzt kommt hier richtige Beach-Handball-Erfahrung gleich. Auf die beiden Stühle. So, als nächstes spielen die Hurricanes gegen die Otternasen. Das erste Viertelfinalspiele der Männer. Moinsen! Na? Na? Alles fit? So, wo siehst du was? Einfach Mick und dann einfach nur, dass das auf dieser Seite ist, genau. Ja. Perfekt. Super. Super, das läuft. Hier habe ich den Chat. Genau. Hallo Chat. Ich glaube, du musst... Ah ne, passt du vom Bild her? Manchmal ist es von... Ja. So, ich hole mir meine Listen immer raus, weil ich kann nicht alle Namen. Würdest du alle hinkriegen von beiden? Alle auf keinen Fall. Aber also viele. Ein paar, also ich, wenn ich gegen die spiele, weiß ich, wer es ist, aber ich weiß jetzt nicht, wie die heißen alle. Ja, du, das ist. Ein paar kenne ich natürlich so von der Nazio oder sowas. Ja, du kannst dich übrigens erstmal einmal beim Chat vorstellen. Ich bin der Niklas, hi. Spielst bei den Mopeten? Beach-Mopeten, genau. Bisher noch nicht so erfolgreich, aber man hat es ja schon gesehen. Kann ja auch mal einen Vierter in ersten schlagen hier. Richtig. Alles auf einem hohen Niveau. Von daher, ich freue mich sehr auf das Spiel. Wird super knapp, glaube ich. Interessant. Und die Mannschaften kennen sich auch sehr gut. Also die sind ja, ist quasi ein Derby. Die kommen da alle aus der Gegend Göppingen. Auch Testspiele gegeneinander gespielt und so weiter. Also da wird man bestimmt das ein oder andere Mindgame auch sehen. Ja, ja. Ist ja, dann hat man ja auch schon bei einigen anderen Games gesehen, dass da einige schon wissen, der schießt da und dahin, der schießt da auf und dahin jeden Fall als Keeper. Genau, Keeper-Spiel, aber auch jetzt zum Beispiel hier mit der Nummer 3 von den Hurricanes, der Moritz Friedl, hat auch letzte Woche in Gran Canaria mit der Nationalmannschaft extrem abgeliefert und hat man jetzt auch direkt bei dem Turnier gesehen, jeder Gegner wusste hat halt es auch gesehen, wusste Bescheid und dann ist die Abwehr schon mal verschoben in die Richtung. Passt natürlich dann immer so ein bisschen auf. Ach, hast du? Ja, ne, ich tausche jetzt auch. Viel Spaß hier oben. Dankeschön. Bis gleich. Ja, wie geht's euch hier im Chat? Hat schon jemand gefragt, warum die sich alle drehen beim Werfen? Hier kommt eine Frage, sind die Bälle der Männer größer und schwerer? Ja, die sind ein bisschen größer und auch ein bisschen schwerer. Das erkennt man beim Beachhandball sehr gut, weil wir hier in Europa mit diesen roten, markanten Bällen spielen und die Frauen spielen mit den Zweierbällen. Die sind ein bisschen kleiner. Das heißt, wenn man dann irgendwie mal im Training Mixed spielt und so ein Mann mit so einem grünen Ball aufs Tor wirft, dann versteckt sich der Torwart auch mal, weil die tun dann richtig weh, wenn die da mit Vollspeed kommen. Ja. Jetzt ist Alex auch da. Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich muss ja praktisch zu diesem Spiel kommen, weil das sind die Jungs hier alle aus meinem Dorf mehr oder weniger, aus Battenbach und aus Uhingen, die Hurricanes.